Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Wo bin ich heute? Ich bin heute schon wieder in Gotzhorn. Muss ich sagen, einer meiner Lieblingswehren, wo ich schon mal ein paar Filme gemacht habe über Artenschutzgeräteträger. Ihr werdet euch erinnern, die Ortswehr Gotzhorn hat überdurchschnittlich viele Artenschutzgeräteträger. Ne? Die haben 80 aktive und davon sind 75 AGTs. Und wie das zustande kommt und was dahinter sich verbirgt, das ist ja das die spannende Frage auch für mich als Ortsvermeister. Wie kann man eine Mannschaft dahin kriegen, dass sie so hoch motiviert sind? Und das frage ich den stellvertretenden Ortsvermeister Michael, ihr kennt ihn schon, den hole ich kurz an meine Seite. Los geht's. Michael, du schon wieder. Schön, dass ich hier sein darf. Wir wollen ja heute kurz darüber sprechen. Ihr seid ja, ich komme nicht drüber weg, dass ihr so viele AGTs seid, also von 80 aktiven 75 AGTs. Da muss doch ein Trick dahinter sein, da muss doch ein Geheimrezept sein. Wie machst du das, dass du die Truppe so motivierst? Das würde mich mal interessieren. Was macht ihr so? Das kann ich dir so gar nicht verraten, wie ich das mache mit dem Motivieren. Die Kameradschaft ist hier auffallend gut, das ist mir schon öfter aufgefallen, habe ich dir auch schon mal gesagt unter einem persönlichen Gespräch. Wir gucken uns heute mal an, was ihr so macht neben dem normalen Dienst, neben dem normalen Menschenretten und Feuerlöschen und der Ausbildungsdienst. Macht ihr noch ein paar andere Sachen bei euch in der Wehr? Und das wollen wir heute mal zeigen, ob das für dich in Ordnung ist. Ja, natürlich ist das für mich in Ordnung. Okay, dann gucken wir uns das an. Los geht's. Es ist Dienstag, Nachmittag. Das heißt, normalerweise arbeiten alle, sind trotzdem heute für unser Video so viele hier, da bin ich total beeindruckt. Das ist schon das erste Zeichen, hier läuft's. Und wir wollen mal kurz gucken, wer ist alles dabei und jetzt gehen wir mal durch. Wen haben wir denn hier alles? Michael. Moin, ich bin der Nils. Ich bin der Carsten. Ich bin der Herr Michael. Ich bin der Sebastian. Hi, der Stefan. Der zweite Stefan. Rolf. Jan. Kai. Ich bin Sandra. Der Stefan. Florian. Tommy. Achim. Ich bin der Thorsten. Thorsten. Moritz. Sarah. Henrik. Also die sind natürlich nicht aus Gotzhorn, die sind natürlich von mir, meine Crew. Aber die machen heute mit. Und ich kann euch schon mal verraten, das wird heute sportlich. Wirklich sportlich. Und ich bin ganz gespannt. Wir fragen Micha, was jetzt heute los ist. Bin ganz gespannt. Treffen wir uns vor der Tür und zum Warmwerden laufen wir zweimal um unsere Fahrzeuge. Laufen, wer nicht mehr kann, geht, aber zweimal sollte schon sein, damit der Körper warm ist. Wenn wir innen drin die anstrengenden Übungen machen, dass ihr dann keine Erkrankung kriegt, Muskelschmerzen oder Muskelrisse. Also wie gesagt, helft euch gegenseitig beim Ausrüsten, geht ein Atemschutzgerät, seinen Helm auf und dann, wenn ihr das fertig habt, geht's weiter. Man muss sagen, schön hätte ich es nicht sagen können. Es läuft hier alles zackig, aber ihr werdet sehen, diese Feinheiten sind ja sehr, sehr kameradschaftlich. Du weißt ja bei mir, wo der ist. Ne? Wie gesagt, also wirklich, man merkt die starke Zusammenhalt, eine starke Truppe. Schaut euch das mal an. Das ist aber eine schöne Sache. Moritz und Hendrik machen jetzt auch mit. Die wollen mal gucken, was das bedeutet, hier Sport zu machen. Wir machen mal so einen kleinen Leistungstest. Ne? Seid ihr bereit? Immer. Enttäuscht mich nicht. Du hast natürlich wieder Glück gehabt, kein Gerät mehr da. Ne? Aber wenn da so viele Aktive sind, was müssen wir machen? Los geht's. Drei, Liga, Marsch. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Das ist, hast du bestimmt schon aus amerikanischen Filmen gesehen? Nee. Die GIs, die werden, da gibt es einen Vorbrüller und dann müssen die dann hinterher so singen. Motivation. Und das ist so zur Motivation, Einstimmung auf das, was noch kommt. Ja, ich schon gemerkt, ich wollte da nicht so gleich mitlaufen. Ja. Hättest du das mal gemacht? Hätte ich mal gemacht gehalten. Wunderbar. Wir kreisen jetzt mit den Armen vorwärts. Das Ganze wieder ein bisschen schneller.
Und jetzt einmal das Ganze rückwärts. Meine Manometerleitung. Stopp! Gott sei Dank. Sehr motiviert, macht wirklich Spaß. Jetzt hätte ich ganz gerne von euch Kniebeuge. Wie eine Kniebeuge funktioniert, weiß jeder. Ich hoffe, ich mache es euch mal vor. Hört das Knacken? Und Ziel ist 10. Okay, ich fahre an. Wer nicht mehr kann, hört auf. Okay, bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir können doch mal einen Kameraden mit der Augen machen. Naja, und danke. Also, was man hier schon merkt, auch so Sport, ne, gemeinsam an die Grenzen kommen, das ist schon Team fördert. Ne? Da kann sich so manches Unternehmen eine Scheibe abschneiden. Jo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also man das sieht, mit Gerät, ne, immer schnell 30 Kilo mehr drauf. Das wird man merken, wenn man die erste Liegestütze gemacht hat, dass das eine andere Belastung ist, wie man jetzt sonst normal macht. Ich habe nicht nach Berlin angelegt. Micha, nochmal ganz kurz. Du bist ja gerade so entspannt und läufst mir nicht weg. Warum macht ihr das denn jetzt eigentlich? Warum macht ihr jetzt heute Sport? Ist das kameradschaftlich? Er fragt mich jetzt, wo ich nicht spreche. Ist anstrengend, ne? Das ist ja auch das, was ich dir mal zeigen will. Aber also wenn du es nicht schaffst, wer soll es denn dann schaffen? Jetzt mal ehrlich. Das ist Mobbing. Ja, aber machen wir das. Also es fördert zum einen die Kameradschaft, dadurch, dass wir alle unsere Leistungsgrenzen kennen und auch kennen müssen, weil wir müssen auch zusammen ins Feuer. Und das ist wichtig, dass man untereinander weiß, wo ist bei dem jeweiligen halt die Grenze. Ne? Wir müssen uns halt gut auf den anderen verlassen können. Stellt ihr denn jetzt heute auch anhand der Leistung die Teams zusammen, die Trupps? Nee, das bleibt in Eigenverantwortung. Das ist so ein Stück weit, dass man sich halt selber kennt. Wir sind halt wie eine Familie. Das Einzige, was hier halt ein bisschen härter rausrutscht, ist, wenn unser Rettungstrupp, unser Atemschutz-Notfall-Team trainiert, da ist es schon so, dass unser Fitnesspapst Walze, wo auch immer er gerade rumtouren, da schon guckt, wer dann die erste und die zweite Garde ist. Das ist richtig. Aber so anstrengend ist das ja nicht. Ne? Nö, du siehst ja, ich komme noch zur Luft und kann auch sprechen. Wenn ich nicht mehr sprechen kann, dann ist schlimm. Schön. Ich will dich jetzt auch nicht stören. Du kannst ruhig weiterquälen. Ja, geht auch sofort los. Wir müssen jetzt drei Gruppen bilden. Jetzt wird es noch ein bisschen anstrengender. Wärmt es immer mehr auf und es wird immer mehr gesteigert. Hendrik, wie geht's noch? Ja, 100%. Nur 10. Hendrik muss man auch wissen, der ist auch ein ANT-Trupp, also Atemschutz-Notfall-Trupp. Also ANT. Und du bist das ja ein bisschen gewohnt, so Kummer, ne? Ja. 100%ig gut. Schön. Aber vielleicht kannst du auch ein paar Ideen mitnehmen, ne? Ist ja, genau. Wir machen jetzt einen kleinen Wettbewerb, aber unter Wettbewerb meine ich, es soll sportlich und schnell sein, aber übertreibt es nicht. Ich möchte keinen hier auf der Nase liegen sehen, gebrochene Arme, gebrochene Beine. Es soll schon zügig von sich gehen, aber auch nicht das, was passiert. Die Technik bleibt jedem überlassen. Man muss versuchen, den Reifen nach hinten zu ziehen und wieder zurückzubringen. Wie auch immer, wie raffiniert, wie raffiniert. Man sieht auch, die feuern sich an, die motivieren sich. Das sind so Kleinigkeiten, was zusammenschweißt. Und wenn die gleich gewonnen haben, wird die Freude dementsprechend größer.
einer ist. Wir helfen sich. Das ist die In der Höchstanstrengung ist so eine Flasche nach ungefähr 18 bis 20 Minuten leer. Die haben wir jetzt erreicht. Stärkt euch erstmal mit einem Schluck Wasser. Wer hat denn gewonnen? Wir! Ja. Die Gruppe hier! Ja. Eindeutig! Ja. Ja, und man sieht, die Mannschaft, man sieht hier nochmal die Mannschaft mit den beiden Damen, hat natürlich gewonnen. Von wie? Zur Frauenpower. So sieht sie mich aus. Also eine Anleitung für alle Frauen, ob sie überlegen, schaffe ich es bei der Feuerwehr oder nicht? Ich glaube, die Frage ist geklärt. Natürlich. Also damit man mal den Vergleich jetzt sieht, ohne Atemschutzgerät. Ich meine, Moritz ist sonst wirklich auch sehr stark. Aber das war jetzt... Das wäre mir jetzt neu, aber danke. Aber das war jetzt schon ganz schön anstrengend, ne? Also auch ohne Gerät, ne, oder? Ich mache jetzt auch das Handbuch. Ich kann nicht mehr. Ich weiß. Also ja, das ist schon schwieriger als es aussieht. Stefan oder ich gehen eigentlich nur unter Pommes. Wie war's? Super. Anstrengend, aber einfach geil. Ja? Es hat Spaß gemacht, definitiv. Warst du denn in der Gewinnermannschaft? Ja, wir hatten halt die beiden Frauen. Achso, du warst auch in der. Achso, okay. Die haben uns durchgezogen. Die haben euch durchgezogen. Und die haben uns gegenseitig gezogen. Von daher super. Ja, ich habe gesehen, dass ihr auch, ich fand das super, dass ihr auch unterstützt habt bei den Frauen. Wenn man auch nicht so gut kann, ist halt Teamwork gefordert. Und das habt ihr unabgesprochen, ist das einfach bei euch drin. Ne? Das ist ja auch das Schöne. Auch die männlichen Kameraden sind ja nicht unbedingt immer in Topform. Ne? Das heißt, ja, ich hab das verstanden. Auch eine Frau einfach mal stärker als Mann. Und das ist das Schöne an der Feuerwehr. Das heißt, wir gleichen uns in der Tat dann einfach menschlich als auch körperlich total aus. Ja, ja, schön. Das hast du schön gesagt. Und man ist ja auch immer nur so stark wie das schwächste Mitglied. Das heißt, man muss mal die Schwächen des anderen ein bisschen mit helfen, das auszugleichen, dass man alle das Niveau so schaut. Genau. Habt ihr bravourös vorgemacht. Wie super. Pommes? Super Leistung. So Nadine, wie ja. War's denn? Ja, schön anstrengend, ne? Schön gekämpft? Aber natürlich. Und hat Spaß gemacht? Ja. So. Und du bist ja auch AGT, ne? Nee, ich bin gar kein AGT. Oh. Ich war mal AGT und dann kam mein Sohn und danach habe ich gedacht, lässt mal die jungen dynamisch ran. Dein Vater, Michael, der ist ja, macht ja auch hier mit, ne? Mein Vater nicht, mein Ehemann. Ach, das ist ein Ehemann. Also, naja, ich wollte nur mal gucken. Wir haben nur eine Rechnung offen gehabt. Naja, gut, aber er macht das auch ganz ordentlich, ne? Ja, er versucht es, ne? Er versucht es. So gut er kann, stets bemüht. Nein, wie gesagt, aber super Leistung, super Teamgeist. Also das sind so die Feinheiten, die ich euch zeigen wollte. Es gibt halt nicht nur Maschinistenlehrgänge, Gruppenführerlehrgänge, was wie alles in eurer lieben Freizeit macht das Feuerwehrleute. Genau. Es gehört auch Sport dazu und vielleicht gleich nochmal entspannt Kameradschaft genießen und einen Kaffee zusammen trinken, Wasser trinken, was man halt so macht in der Freizeit. Sehr schön, danke. Ja, sehr gern. Micha, so, würde ich sagen, wir starten ganz normal und ihr seid super. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich will hier lieb zu stehen, das die ganze Zeit nur angucken, ihr seid wirklich toll. Ihr seid eine super Truppe. Einzig ist das Programm heute, was soll man tun? Ja, ganz einfach, lass mal ausrüsten, Helm auf, Atemschutzgeräte aufsetzen und dann... Eure Gruppen finden sich jetzt wieder so zusammen. Wir haben noch eine Übung mit den Reifen und danach machen wir noch mal ein lockeres Auflauftraining und das soll es denn für heute gewesen sein.